Der Mantel aus Vinyl sorgt momentan für Furore. Kein Wunder, denn er bringt etwas extravagant in unsere Daily Outfits. Hier kommen also drei Looks mit dem Trendteil. Lackmäntel sind der letzte Schrei. Da sie recht auffällig sind, darf der Rest gerne etwas ruhiger ausfallen. Denn selbst Basic-Outfits werden im 0,nix aufgewertet. Wenn man einen Lackmantel zu einem geschnürten Hoodie und zu einer Cargohose stylt, wird's lässig. In Kombination mit einem schlichten Ribstrickkleid in der Trendfarbe Flieder sorgt der Lackmantel für ein stylisches Daily Outfit. Dieses Modell, das gerade geschnitten ist, funktioniert auch super zu klassischen Pieces wie etwa zu einem Hemdkleid. Ein paar Sneaker dazu und man hat den perfekten Stilbruch. Der Lackmantel ist ziemlich einfach zu kombinieren, wie ich finde, aber grundsätzlich gilt, eher zu cleanen Outfits kombinieren, denn Lack ist ohnehin schon ziemlich auffällig. Obwohl sich momentan alles rund um komfortable Hosen wie Cargo-Pants und Jogginghosen dreht, erlebt die Lackhose ein kleines Revival. Kein Wunder, denn das Piece ist perfekt, um unsere Daily Outfits etwas aufzupeppen. Hier kommen daher vier Outfits mit einer Hose. Ein All-Over-Look in Schwarz funktioniert am besten, finde ich, wenn man mit verschiedenen Materialien spielt. So bringt die glänzende Hose Spannung rein. Das Gute an der Hose aus Vinyl? Sie peppt in 0,nix unsere Daily Casual Outfits auf. In Kombination mit dem momentan unerlässlichen Hoodie hat man einen coolen Stilbruch. Stylisch wird der Look, wenn man zur Lackhose ein schlichtes weißes T-Shirt und ein cooles Zip-Jacket mit Karo-Muster aus zum Beispiel Wollflanell kombiniert. Ein paar Sneaker dazu und der Look ist perfekt. Ein elegantes Casual-Outfit entsteht in Kombination zu klassischen Pieces. Zum gestreiften Hemd und zum beigen Oversize-Mantel habe ich ein Outfit, das definitiv auch bürotauglich ist. Also Ladies, nur Mut zur Lackhose. Zwischendurch dachte man, die Lackhose sei out, aber jetzt ist sie zurück. Und übrigens, keine Angst vor Schwarz-Braun-Kombinationen. Leder ist diesen Herbst überall. Doch muss es wirklich echtes Leder sein? Ich zeige euch heute, wie der Trend funktioniert, und zwar mit Kunstleder. An Leder kommen wir diese Saison nicht vorbei, denn es ist eines der präsentesten Themen. Das luxuriöse Material ist ideal, wenn es langsam kühler wird. Doch heute gibt es gutes Lederimitat. So habe ich mich entschlossen, auf vegane Looks zu setzen. Und so funktioniert's. Leder wird nicht mehr nur in Schwarz getragen, sondern kommt jetzt in allen möglichen Tönen daher. So sehen die Looks nicht mehr nur rockig aus. Enge Lederhosen, wie wir sie bis jetzt gerne trugen, werden jetzt durch weiter geschnittene Modelle und durch Bermudas ersetzt. Ich trage hier eine beige Lederbermuda zu einem gelb melierten Pullover. Besonders schön ist Leder nämlich dann, wenn es im Outfit auf Kontrastmaterialien stößt. Leder wird diesen Herbst gerne mutig all over getragen. Die klassische Lederjacke wird jetzt ganz klar durch das Lederhemd ersetzt. Und das kommt gerade geschnitten daher. Das It-Piece wird gerne zu anderen Lederteilen wie einem Leder-Pencil-Skirt kombiniert. Gerne offen über einem Top. Das Lederhemd ist vielseitig einsetzbar. So passt es auch wunderbar zu Jeans oder einer Stoff-Bermuda. Auch Jumpsuits in Lederoptik haben es mir angetan. Einerseits kann man sie zu fast jeder Gelegenheit tragen und andererseits sehen sie ziemlich raffiniert aus. Dieser Leder-Overall peppt jede Herbstgarderobe auf. Am besten trägt man unter veganem Leder übrigens Strumpfhosen und Tops. Das macht das Tragen angenehmer.
Leder ist ein ziemlich cooles Thema und veganes Leder eine echte Alternative. Gerade wenn es darum geht, ein paar Trends mitzumachen. Gehört ihr, was die Festtage betrifft, eher zur Kategorie Pyjama, Jogginghose oder doch eher zur Kategorie Lasst es glitzern mit Tamtam? Für letztere habe ich ein paar richtig coole Eyecatcher-Looks zusammengestellt. Lasst uns um die Wette glänzen! Ob zum traditionellen Weihnachtsessen im engsten Familienkreis, beim Silvester-Raclette oder beim Tête-à-Tête mit dem Mann oder Freund, ein Festtagsoutfit sorgt für gute Laune. Und gerade Glitzer, Pailletten und Co. machen den Look so richtig glamourös. Der Look ist eine klare Ansage zur Feierlaune. Das gerade geschnittene zweiteilige Kleid erinnert an die goldenen 20er und Fransen liegen auch jetzt voll im Trend. Damit das Outfit schick und nicht irgendwie tussi-mäßig wirkt, ist mein Tipp bei Glitzer, am besten auf Teile zu setzen, die nicht zu viel Haut zeigen und nicht knalleng sind. Denn mit Glitzer fällt man so oder so auf. Auch bei dem Outfit spielt der Schnitt eine wichtige Rolle. Super elegant geht es nämlich mit dem schimmernden Hosenanzug zu und her. Während der Zickzackprint und das Material auffällig sind, ist der Schnitt hingegen reduziert. Klassische Teile, wie etwa Blazer, können nämlich als Glitzervariante ziemlich edel und stylisch daherkommen. Etwas Haut blitzen lassen geht natürlich trotzdem, zum Beispiel in dem funkelnden Crop Top. Auch verschiedene Glitzer-Pieces können miteinander kombiniert werden, vorausgesetzt, es ist farblich stimmig. So lassen wir es definitiv modisch krachen. Und Feierlaune kommt auch bei der Kombination aus Glitzer und Tüll auf. Schmuck kann man übrigens bei einem solchen Look getrost beiseite lassen. Auf ein glanzvolles 2021! Unsere Partydresses müssen nicht unbedingt im Schrank hängen bleiben. Denn auch 2020 feiern wir, selbst wenn die große Party nun mal ausbleibt. Und eines haben wir auf jeden Fall gelernt: Glitzer muss nicht immer kitschig sein. Wer kennt das nicht? Wenn Silvester und Weihnachten vorbei sind, fühlt sich der Januar erstmal an wie ein großer Kater. Um das zu vermeiden, setze ich gerne auf Glitzer. Und wie ihr den Weihnachtsglanz und die Silvesterpailletten in eure Alltagsgarderobe integrieren könnt, das verrate ich euch jetzt. Während wir an den Feiertagen auf die Tube drücken durften und Glitzer und Pailletten sogar von Kopf bis Fuß gewagt haben, setzen wir jetzt am liebsten auf einzelne Glitzer-Pieces, die unsere Casual-Outfits aufwerten. Overdressed? Nö. Was immer geht, Pailletten bei Accessoires. Glitzernde Schuhe oder eine paillettenbesetzte Tasche mit Kussverschluss kann in einem Jeans-Look eine raffinierte Note verpassen. Das Glitzertop von Silvester macht sich auch im Alltag gut und sieht unter einem Trenchcoat oder Blazer prächtig aus. Eine Lederhose in Metallic-Optik ist ziemlich lässig, gerade in Kombination zu einem Kontrastmaterial. Und Fransen sind eh angesagt. Ein glitzernder Plissé schiebt sie zu einem Oversize-Pulli einfach wow aus, auch hier dank Materialmix. Und so kann ich mich eigentlich überall blicken lassen. Und wer noch mehr Stilbruch wagen will, setzt auf eine Jogginghose zum glänzenden Blazer oder auf einen Hoodie zum Glitzerrock. Socken dazu und yes, so geht's nach draußen. Glitzer steht jeder. Letzter Tipp: Da Paillettenblicke anziehen und eher auftragen, am besten an den Körperstellen tragen, die man auch gerne betont. Ich würde sagen, der modische Januarkater ist vertrieben.
Für Glitzer-Outfits aufs nächste Silvester zu warten, ist doch etwas schade, denn sie eignen sich bestens, um unsere Daily-Garderobe etwas aufzupeppen. Und sie sorgen en passant für gute Laune. Ein taubfarbener Pyjama aus Seide ist so schon glamourös. Doch dank gut platzierter Farbkleckse kommt er erst richtig zur Geltung. Dazu eleganten Schmuck tragen und der Glamour-Look ist perfekt. Ich liebe dieses Outfit, mit dem ich mich an jedem Event blicken lassen könnte.